Ihr kennt bestimmt das Problem, ihr würdet gerne mal eine gerade Kante sägen mit eurer Handkreissäge oder aber vielleicht sogar einen 45-Grad-Winkel. Handgeführt ist das immer ein bisschen schwierig und genau dafür haben wir eine tolle Lösung. Mit dem mobilen Kappanschlag könnt ihr 90 Grad als auch 45 Grad Schnitte mit eurer Handkreissäge machen. Wie das geht, zeige ich euch. Wie ihr sehen könnt, der Anschlag hat zwei Schieber. Einmal der hier für den Positionsanzeiger und einmal dieser hier für den Positionsanzeiger. Der Positionsanzeiger hilft euch genau herauszufinden, wo die Schnittlinie sein wird. Und das Ganze müsst ihr natürlich einmal einstellen für eure Handkreissäge und dann seid ihr immer wiederholgenau. Wir haben zwei Maße, einmal 90 Grad Schnitte und einmal 45 Grad Schnitte. Und je nachdem, wie man schneiden möchte, legt man sich den Anschlag dementsprechend aufs Werkstück auf. Für einen 90 Grad Kappschnitt legen wir den Anschlag mit der Unterseite auf das Werkstück auf, können das Werkstück eben auch gleichzeitig fixieren und legen jetzt die Handkreissäge an und führen es einmal für den 90 Grad Schnitt durch. Für einen 45 Grad Schnitt drehen wir den Kappanschlag einmal um. Wir haben jetzt einmal hier die Positionsanzeige, den ich rein und rausfahren kann, um zu sehen, wo meine Schnittlinie sein wird am Ende des Tages. Und nutze eben die Handkreissäge, um das Ganze hier entlang zu führen. Habe auch hier so einen kleinen Führungsarm, damit die Säge nicht kippeln würde. Eingestellt haben wir das Ganze, jetzt testen wir es, ob das wirklich auch stimmt. Dazu mache ich mir jetzt einfach mal hier im Zufallsprinzip eine Schnittlinie. Ich setze es an, fahre meinen Positionsanzeiger komplett raus und achte jetzt darauf, dass mein Positionsanzeiger mit der Linie übereinstimmt. Wichtig ist immer zu wissen, das Sägeblatt ist jetzt links. Das heißt, wir werden jetzt hier einen Sägeschnitt haben. Alles, was rechts vom Sägeblatt ist, fällt jetzt für mich dann weg. Das ist immer, muss ich das immer in Erinnerung rufen, um da nicht die falsche Seite des Sägeblattes zu messen. In dem Fall linke Seite. Wie wir sehen können, exakt auf der Linie würde jetzt der Schnitt durchgeführt. Damit könnt ihr schnell und einfach gerade Holz absägen.